Der Film zur Osee-Challenge 2019 wird Ihnen präsentiert von den Zittauer Firmen Hotel Dresdner Hof am Stadtrand zu Olbersdorf, dem Fahrradfachgeschäft und Onlinehandel Bike Plus auf der Leipziger Straße, der Haus- und Grundstücksverwaltung Südseite auf der Theodor-Kurselt-Straße, dem Spezialisten für Unterhaltungselektronik und Haustechnik Euronics XXL auf der äußeren Weberstraße sowie Ihrem Partner in Sachen Rohstoffrecycling Gebrüder Gubisch auf der Max-Müller-Straße. Zittau Live bedankt sich bei allen Sponsoren für die freundliche Unterstützung. Das 19. Mal fand sie am letzten Wochenende statt, die diesjährige Osee-Challenge und die Xterra Germany. Einen Tag zuvor, also bereits am Donnerstag, den 15. August, begrüßte der Chef des Organisationsteams Dr. Klaus Schwager, allen vielleicht besser bekannt als Benno, neben einer rund 15-köpfigen Delegation von Spitzenathleten aus aller Welt, Medienvertretern, Lokalpolitikern und Vertreter der Sponsoren, auch Landrat Bernd Lange, den Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung Heiko Krause sowie den Bürgermeister der Ausrichtergemeinde Olbersdorf, Andreas Fürster und Zittaus Stadtoberhaupt Thomas Zenker. Letzterer nahm nicht nur an den Wettkämpfen teil, sondern lobte zugleich die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und die Bedeutung der Wettkämpfe sowohl für die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region Zittauer Gebirge als auch als Bestandteil der Kulturhauptstadtbewerbung 2025. Dafür können wir als Zittauer sehr, sehr dankbar sein für das gute Miteinander, das wir mit den Olbersdorfern haben, das wir mit der Veranstaltung haben. Und wir alle wissen, dass es zwar ein Riesensport-Event ist, das ist vor allem für die Region hier vorne natürlich besonders interessant, aber dass es für die einheimische Bevölkerung eben auch ein richtiges Partywochenende ist, wo ihnen was geboten wird, was man sonst kaum so ohne weiteres findet. In diesem Jahr nahmen insgesamt 1.339 Teilnehmer aus 23 Nationen teil. 1.160 von ihnen kamen allein aus Deutschland. Auch bekannte Gesichter aus dem Vorjahr waren wieder dabei, wie Carina aus Österreich. Carina, zum wievielten Mal bist du dabei? Ah, ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Also ich war jetzt dann wirklich schon, ich glaube, um die 10 Mal hier. Und ich komme immer wieder gerne zurück, weil es einfach eine traumhafte Veranstaltung ist, bestens organisiert, wunderschöne Strecken und ja, deswegen kommen wir eigentlich immer wieder hierher. Neu in diesem Jahr war unter anderem ein Zieltor, welches durch die Verwendung von Stilelementen der Umgebindearchitektur einen noch größeren Bezug zur Region symbolisieren soll. Ebenfalls neu in diesem Jahr waren einige Mountainbike-Strecken. Diese und die bereits vorhandenen wurden so gewählt, dass es zwischen den Extremsportlern und den Wanderern zu so wenig wie möglich Konflikten kam. Noch wichtiger war jedoch die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen den Veranstaltern, den beiden Ausrichtergemeinden Olbersdorf und Zittau sowie dem Landkreis Görlitz für die Jahre 2020 bis 2023. Damit haben die Organisatoren für die kommenden Jahre die Gewissheit der Unterstützung, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Und das ist gut so, denn bereits am Montag nach den Wettkämpfen werden die Vorbereitungen zur 20. Osee-Challenge starten. Ja, was erwartet die Zuschauer? Ein spannendes Wettkampfwochenende, gespickt mit Rahmenprogrammen, mit einer super Party am Ende, Konzert. Ja, ich hoffe auch ein Bombenwetter, was dazu passt. Eine Menge Zuschauer, gute Stimmung. Ja, das Sommer-Highlight am Olbersdorfer See schlechthin. Bevor es dann am Samstag zu den Wettkämpfen ging, wurde erst einmal am Freitagabend ordentlich die Eröffnung gefeiert, mit Ehrengästen aus nah und fern, mit Musik und Unterhaltung für die ganze Familie. Da kommt er schon mit dem Sektchen. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Ja, was für ein Abend. Das Wetter spielt mit, ihr seid alle gut drauf. Wir haben die ganze Woche gearbeitet, damit die Osee dieses Jahr genauso stattfindet wie die letzten Jahre. Ein super Event, was wir lange in Erinnerung haben werden. Und dass es so ist, wie es ist, verdanken wir unheimlich vielen, die uns sehr, sehr wohlgesonnen sind, nämlich die Sponsoren, die Honoratoren, die Förderer dieser Wahnsinnsveranstaltung. Und im Namen des Schirmherrn Heiko Krause, im Namen unseres Teams und im Namen des Ausrichtervereins Osee Sports heiße ich Sie, liebe Sponsoren, liebe Förderer, hier am Osee auf das allerherzlichste willkommen. Insbesondere heiße ich willkommen Stefan Meyer, Entschuldigung,
Mitglied des Landtages und gleichzeitig auch Vorsitzender des Kreissportbundes Oberlausitz. Ich heiße willkommen den Landrat Bernd Lange vom Kreis Görlitz. Ich heiße willkommen den Oberbürgermeister der Kreisstadt, der großen Kreisstadt Zittau, den Bürgermeister der Ausrichtergemeinde Olbersdorf, Andreas Förster. Ich heiße herzlich willkommen den Bürgermeister der Partner- oder der Nachbarstadt oder Gemeinde Radek nad Nisou, den Herrn Horinka, Dobri Večer. Und ich heiße herzlich willkommen die Stadträte und Gemeinderäte der Ausrichtergemeinden. Möge Ihnen das Wohl dieses Events bei allen Entscheidungen, schweren Entscheidungen, die Sie in der Zukunft bezüglich des Stadt- oder Gemeindehaushalts treffen müssen, wirklich sich davon leiten lassen, was das hier für eine tolle Veranstaltung ist, was das für ein tolles Aushängeschild für die Region ist und dass es diese Veranstaltung nach allen Kräften zu unterstützen gilt. Dafür kann ich nur werben und ich hoffe, dass mein Werben erhört wird. Dass es geschehen ist, zeigt die Tatsache, dass wieder eine Kooperationsvereinbarung verlängert wurde zwischen Olbersdorf, Zittau und der Ausrichtergemeinde. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ebenfalls erstmals gab es eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis Görlitz und der Ausrichtergemeinde. Alles sichtbare Zeichen, dass diese Veranstaltung, so wie sie sich in 19 Jahren entwickelt hat, wirklich von allen gewollt und gewünscht ist. Ich freue mich sehr, dass wir, und da meine ich jetzt mal auch hier die Kommunen, nämlich insbesondere Olbersdorf, alle wissen, der O-See ausgesprochen ist der Olbersdorfer See, nicht der Olbiner, wie es uns schon mal unterlaufen ist. Wir sind die Zittauer von nebenan und freuen uns sehr, dass wir unterstützen können. Und das ist ein Riesenfest. Lieber Benno, liebes Team, es ist wunderbar, was ihr hier macht. Ich bin äußerst dankbar und ich glaube, das darf ich für alle Zittauer sagen. Ja, es ist das eines der größten Events, die wir haben im Kreis. Es ist ehrenamtlich organisiert mit dem Kreissportbund gemeinsam. Und deswegen gehört der Landrat zumindest bei der Eröffnung mit dazu. Benno, als Organisator für dich, oder besser gesagt als Vertreter des ganzen Orga-Teams, war bestimmt ordentlich Arbeit für euch, oder? Ja, das kann man laut sagen. Eigentlich geht das ja sofort nach der letzten Veranstaltung, geht das ja nahtlos in die Vorbereitung für die nächste über. Aber die letzte Woche, also sprich von Montag an, war richtig hardcore. Und man hat eigentlich heute auch Freitagmittag gemerkt, wie bei den Leuten ein bisschen die Luft raus ist. Also es ist wirklich Hochachtung vor dem, was hier geleistet wird. Das ist Hochakkordarbeit. Nicht nur 8 Stunden, kann man sagen, 16 Stunden. Okay, danach wird ein bisschen gefeiert, das gehört dazu, aber es ist knüppelharte Arbeit, definitiv. Und damit komme ich zu Ihnen, Herr Mayer. Sie laufen ja morgen selber mit. Welchen Kurs haben Sie sich denn ausgesucht? Ja, ich bin der Läufer im Mixteam. Wir haben eine Schwimmerin und einen sehr guten Radfahrer und ich darf die 10 Kilometer Laufstrecke in Anspruch nehmen und die ist sehr, sehr hart. Letztes Jahr ist der Kurs geändert worden und der hat es wirklich in sich, aber ich freue mich drauf. Geredet wurde die letzten beiden Tage genug. Nun ist es an der Zeit, die Leistungen unter Beweis zu stellen. Doch zuvor sprachen wir noch einmal mit dem Präsidenten des Oberlausitzer Kreissportbundes. Danach lassen wir einfach mal die Bilder sprechen. Herr Mayer, in wenigen Minuten geht es dann auch für Sie los innerhalb der Staffel. Aufgeregt? Ja, ein bisschen steigt die Anspannung jetzt mittlerweile. Ich will ja schließlich mein Team nicht im Stich lassen und mindestens den Platz halten, mit dem der Radfahrer reinkommt. Das wäre, wissen Sie schon? Ja, die Zielmarke ist, dass wir im ersten Drittel, also unter den ersten 30 sind. Ist es das erste Mal, dass Sie teilnehmen? Das ist jetzt schon mindestens das 10. Mal, dass ich hier bei der OSE mit am Start bin, aktiv, und macht jedes Mal wieder Spaß. Und es ist einfach toll, was hier auch auf die Beine gestellt wird von 300 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das ist super. Und die Sponsoren, die jedes Jahr auch viel Geld in diese Veranstaltung geben, weil sie einfach merken, das ist als etwas, was die Region ausmacht und was nach außen auswirkt. Thank you.
Elite im Rahmen der OSE Challenge. Herzlichen Glückwunsch, congratulations, Arthur Serriez. Another green victory for Arthur Serriez. He won green this year. And in second position, he was able to hold the pace with his chain run. Und jetzt, oh, ich habe eben schon zugehört, hat zu Bello gesagt, ein Deutscher auf Podium, das... Fünfmal in Folge. Du bist durchs Ziel, du hast es überlebt. Welche Strecke bist du heute gerannt? Ja, es war wieder einmal ein super Rennen, super Organisation, super Stimmung. Das Wetter hat auch gepasst. Ja, das Schwimmen war eigentlich sehr gut. Und dann sind wir, ja, es waren 36 Kilometer Bike, am Hochwald drauf. Und ja, es war ziemlich anspruchsvoll. Ja, aber auch da waren eigentlich ziemlich viele Zuschauer, die einfach durch die ganze Strecke gepusht haben. Und dann, ja, das Laufen ist einfach total toll. Also überhaupt, wenn man immer dann den Zielbereich durchkommt, da sind so viele Zuschauer. Und ja, also da hat eigentlich jeder, ja, also der, was die Stimmung da erlebt, also da kann man gar nicht aufgeben. Also da muss man einfach finishen. Marco, in welcher Runde bist du heute angetreten? Ich bin heute in der Just-Runde angetreten. Es war seit langem mal wieder ein Wettkampf, den ich allein durchgeführt habe. Die letzten Jahre habe ich meistens Staffel gemacht oder war auch mal Schwimmer mit gewesen. Erklär uns mal, der Reduced ist ja eine abgespeckte Version. Aus was setzt die sich zusammen? Also ist eigentlich letztendlich die gleiche Zusammensetzung wie beim Originaldreh oder wie beim Xterra. Ist bloß verkürzt die Schwimmstrecke, eine verkürzte Radstrecke. Und beim Laufen sind es nur eine Runde, die absolvieren zu sind. Und wie bist du mit deinen Leistungen selbst zufrieden? Also ich bin für das Trainingspensum, was ich geschafft habe, eigentlich sehr, sehr zufrieden, dass ich wirklich sehr gut ins Ziel gekommen bin und bin eigentlich wirklich happy, dass ich noch so stehe, wie ich gerade bin. Bei einer großen Sportveranstaltung wie der OSE Challenge gibt es hin und wieder auch Verletzte. Damit diese sich dann aufgehoben fühlen, ist neben mir Dr. Matusch. Herr Matusch, wie sieht's aus mit den Verletzungen? Gab es viele und wenn ja, welche? Momentan hält es sich in Grenzen. Wir haben zum Glück hier im Zieleinlauf nur relativ leichte Verletzungen. We'll be right back.
Preiserwarte bedeutet, ist ein total individueller Preis, der nur von mir vergeben wird nach meinen Prämissen. Es muss eine Person sein, die sportlich gut drauf ist, menschlich so, dass ich sage, es sind Qualitäten und die muss mit ihr auch ein Bier trinken können. So, also so eine Gesamtpersönlichkeit, wo ich sage, es ist nicht nur Sport, sondern es ist auch ein bisschen mehr dahinter. Dieses Jahr ist die Wahl nach, ich musste gar nicht so lange drüber schlafen, mal wieder eine Frau gefallen. Und zwar ist es Maria Döring. Stell's nochmal ab, stell's bitte kurz ab, stell's auf den Würfel am besten, weil du musst nämlich gleich hier bleiben. Liebe Maria, es gibt für dich jetzt nicht nur die Beißerwade. Du bleibst hier, ja, Maria bleibt hier. Maria bleibt hier. Ja, genau. Du kannst auch nochmal runtergehen und nochmal hochkommen, wie du möchtest. Unsere neue deutsche Meisterin dieses Jahr heißt Maria Döring. Bitte, dein Applaus, dein erster Platz. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt wird es vielleicht gleich ein bisschen viel mittragen hier, oder? Ich bin ja schon mal froh, dass der Preis nicht noch schwerer ist als die Beißerwade. Das war ja noch zu befürchten. Beißerwade ist der schwerste Preis aller Zeiten. Samstagabend, die Preise sind vergeben. Neben mir steht die Maria, einer der Gewinnerinnen. Maria, was hast du alles gewonnen heute? Ich bin heute Deutsche Meisterin geworden im Cross-Triathlon. Und ich habe vom Benno die Beißerwade verliehen bekommen. Was hat's mit der Beißerwade auf sich? Das ist so eine Art subjektiver Preis, den der Benno, also der Cheforganisator der OSE Challenge, halt jedes Jahr vergibt an eine Person, die sportlich oder sozial engagiert ist und die es halt in seinen Augen verdient hat, dann ein Jahr lang diesen Preis zu bekommen. Also eine Art Wanderpokal. Genau. Ist ein Wanderpokal. Jens ist neuer deutscher Meister, aber das ist nicht der einzige Titel, den du heute abgeräumt hast, oder? Nee, ist richtig, ist nicht der einzige, den ich heute abgeräumt habe. Ich wurde auch Zweiter heute bei dem Xterra Germany, einem von 14 Europa-Tour-Stops, hier bei den deutschen Rennern. Und ja, da habe ich halt quasi den zweiten Platz belegt. Das wievielte Mal bist du jetzt insgesamt hier mit dabei? Ich bin jetzt zum fünften Mal hier bei der OSE Challenge. Kommen hauptsächlich auch, wenn hier die deutsche Meisterschaft im Cross-Triathlon vergeben wird. Das ist so alle zwei Jahre. Danach wechselt die, also jedes Jahr wechselt die deutsche Meisterschaft quasi den Veranstaltungsort. Und bin aber trotzdem ein Freund von der OSE Challenge geworden, vom Xterra Germany, weil mir es einfach hier sehr, sehr gut gefällt auch. Von wo kommst du? Ich komme aus Trier. Das ist quasi genauso weit westlich, wie wir jetzt hier östlich in Deutschland sind. Wann hast du angefangen mit deinen Vorbereitungen zum diesjährigen Lauf? Ja, also die Vorbereitungen laufen quasi schon seit November, aber so die spezifische Vorbereitung, die läuft so seit den letzten 6 Wochen. Wenn du jetzt als Sportler sagst, das eine liegt mir mehr, zum Beispiel das Laufen oder das Radfahren, wo würdest du deine Stärken, wo würdest du deine Schwächen sehen? Also eindeutig meine Stärke ist das Schwimmen. Da bin ich normalerweise immer der Erste aus dem Wasser, gerade hier bei Xterra oder Cross-Triathlon-Veranstaltungen. Und dann, ja, meine Achillesferse ist in ab und zu bei manchen Rennen immer noch das Laufen, ja. Das war aber wiederum heute sehr, sehr gut. Samstagabend. Die Sportler haben sich von den Strapazen des Tages erholt und befinden sich bereits schon wieder im Party-Modus. Fast schon legendär ist die große Aftershow-Party hier am Olmersdorfer See.